Ja, und hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play Skyrim Legendary Edition. Und ich wollte einen Krankheitstrank trinken. Damit ich einfach mal meine gesamten Krankheiten hier losmelde. Ist doch das seltsame Fieber. Und wir holen uns heute mal die Belohnung. Ja, so. Ach ja, guck dir das an. Könnt ihr das hier gebrauchen? Groschen, Wegestreuen Großschwert des Frostzorns. Ja, ich weiß natürlich nicht, was das Beste ist, ne? Ich nehme mal das Schwert. Weil ich muss mal gucken. Alter. Okay, das hat sich gelohnt. Es war halt deutlich besser nochmal. Ja, ich war. So. Ich denke, ich habe etwas gefunden. So, Diadem der Magieregeneration, Schild der Lebensenergie. 230 Gold. Okay, die beiden Dinger kann ich echt nicht gebrauchen. Dann nehme ich das Gold. Oh, ich bin aufgestiegen. Ausdauer, Lebensenergie. Ich mache mal diesmal Lebensenergie. Ausdauer, natürlich. Kuriosen Würfel zeigen. Was ist damit? Hellebarde der kilianischen Ältestengarde. Irlanders Anmut. Langbogen der kilianischen Ältestengarde ist ein Bogen. Puh. Ich glaube, ich nehme Bogen tatsächlich. Weil ich habe einen guten Zweihänder bekommen. Ja. 2000, ja. Was habe ich sonst noch bekommen? Schlüssel der SAP. Wie gut ist denn dieser Bogen? Ah, gut. Ah. Na gut. Ich würde gerne beklauen, wenn das geht. Aber hier ist es wahrscheinlich ziemlich schwer. Also jemand so auf dem Marktplatz einfach so zu beklauen. Ja. Die haben alle Geld dabei, ne? Galerieschlüssel. Ich müsste echt mal auf große Diebes, Tour gehen. Kann man dem alle Messer hat er dabei. Schlüssel, Geld. Ja. Die Idee jetzt auch, was dabei, der Schlüssel. Ne, die haben alle Scha. Oh, was? Parfüm? Tatsache. So. Aber irgendwie wird er sich die ganze Zeit nicht ins Ziel bewegen. So. Ach ja, ich kann hier jetzt Sachen verkaufen. Die hier. Das hier. Und die drei. So.
Jetzt habe sie auch ganz viele Schlüssel. Ha. Ich will die Leute alle beklauen. Ich weiß auch nicht, wieso mich das gerade so überfährt. Naja, ich gehe erstmal in die Bank und vielleicht kann ich ja den Bankkaufmann da beklauen. Wer weiß. Alles ist möglich. Hallo? Ja, ich würde gerne einzahlen. Ich habe 1744, brauche doch von 250 etwa. Ich möchte gerne mal meinen Goldfach sehen. Wie viel kriege ich jetzt? 297 zurzeit. Das ist nicht schlecht. Ach, warte mal. Ich habe doch wieder 2 Erinnerungspunkte, 3 Handwerkspunkte und Lernpunkte, ne? Ich mach Zweihand und Schleichen. So. Jetzt ist die Frage, hat er das? Zweihand und Schleichen. Das hat er. Ja. Ich brauche ein Gesellenbuch, ne? Da. 5 Stück würde ich gerne kaufen. Dann brauche ich 850. Okay. 850 hiervon und Schleichen. Wenn ich davon auch 5 Stück kaufe. Da brauche ich 6700 etwa. Ja, die freuen sich immer nicht, wenn ich was abhebe, ich weiß. So. Ja. Ich weiß doch. So, also 5 Stück vom Zweihandkampf. Und 5 Stück vom Schleichen. So. Eieiei. So. Damit habe ich das schon mal auf 30. So. Jetzt meditiere ich gerade noch ganz kurz mal. Ja. Wie dem auch sei. So. Könnte ich nämlich langsam mal in die Top-Fähigkeit, oder? Fügt taumelnde Gegner, mächtige Gegner auf dem Stand. So. Und Angriff auf einen blockenden Gegner verursachen 40% mehr Schaden. So, das hab ich. Damit ist das die Top-Fähigkeit. Jetzt ist die Frage, Fokus ist Magie. Okay, das brauche ich nicht. Schatten des Windes. Eure Ausdauerregel ist 20% schneller. Ach so. Leiser schreiten und Chance auf kritische Treffer erhöhen. So, und das ist dieses... Nee. Warte mal. Ihr könnt selbst das. Und was anderes das hier? Schleichen, das ist Schleichen. Also doch das hier. Ich bin so verwirrt. Das ist ja Rhetorik. Also Schleichen, Rhetorik und Taschendiebstahl, das ist ja perfekt. Eieiei. Einhand, gut, das mache ich ja nicht.
Blitze. Gut. Taschendiebstahl ist einfacher. Vorwärtsrolle. Hehler-Sachen. Das ist halt auch gut. Ob er nur geht oder läuft. So. Chance auf 40% Aristotle zu absorbieren. Fällt leichter. Teleportiert euch hinter das Ziel und schaltet Rhetorikwert. Ja, das ist korrekt. Ich habe keinen Erinnerungspunkt mehr, nur noch Handwerkspunkte. Gut. Damit kann ich jetzt noch meine Rhetorikpunkte nämlich verbessern. So. Hallo? Wow! Ich nehme die mal gerade alle an mich. Also, Gesellenbuch, Rhetorik. So, nein, erstmal Lehrlingsbuch. Mehr Punkte habe ich nicht, genau. Verzauberung brauche ich nicht. Schleichen. Okay. Rhetorik habe ich nicht. Parieren brauche ich nicht. Da kann ich ein paar von verkaufen. So. So, und die anderen kann ich nämlich verkaufen. So. Ach, warte, das eine kann ich vielleicht auch noch gerade verkaufen. Hier eher vielleicht. Ja. Ja. So, Rhetorik habe ich auf 24, Zweihand auf 37, Schwere Rüstung 45. Passt doch. Jetzt kann ich mir meine Rhetorikbücher wieder weglegen. So. Und ab geht's in die nächste Quest, würde ich sagen. Der einzige Ort. Den Arker Schlosser Meoga Eisenfurt scheint irgendetwas zu belasten. Im Gespräch erwähnte er, dass ein gewisser Gollfuhr bewiesen habe, dass es am Ende nur um Gold ginge. Will ich natürlich herausfinden, was dieser Krämer damit zu tun hat. Das war ein Sortiment von Gollfuhr nach Gegenständen, die um die Meoga Eisenfurt gehören könnten. Okay. Oh. Okay. Gut. Oh Gott. Ja, das ist natürlich immer so ein Problem. So. Okay, das hat niemand gemerkt. Was hat der denn noch, was das vielleicht sein könnte? Nägel, Ring der Präzision, Silberringe. Ist alles nichts dabei, ne? Stehlen, Korb, Werkzeugkästen. Was ist in der Truhe hier drin? Nichts. Oder hat er hier vielleicht irgendwas, was komisch ist? Knackt ein Schloss. Expertenbücher, das ist alles normal. Die sind so teuer am Ende. Diese bis auf 100, Alter. Da freue ich mich schon nicht drauf. Eisenfurz Laute. So. Ja,
Das war doch ausreichend. 78. So. Hallo, Eisenfurt. Eisenfurts Leiche kau Laute kaufen. Kommt euch diese Laute zufällig bekannt vor? Jetzt, wo ihr es sagt, ich glaube, ich werde es behalten, die Laute geben, nur wenn ihr mir im Gegenzug verratet, was das alles zu bedeuten hat. Keine Ursache, ist das die Laute eurer Gefährtin oder wer ist Bella? Das tut mir sehr leid. Was ist hier passiert? Mein Beileid. Die Laute habt ihr ja nun wieder. Ich schenke sie euch. Was hat das mit dieser Schatulle auf sich? Aber ihr seid doch Schlosser. Müsst ihr denn nicht wissen, wie das aufgeht? Verstehe. Und diese Einschnitzung, das LRLU auf dem Rücken, hat damit etwas zu tun, richtig? Links, rechts, links, unten. Ah. Und wisst ihr, ob eure Tochter noch mehr Hinweise hinterlassen hat?
Gut, ich helfe euch. In der Bibliothek, in Ordnung. Und was ist mit dem dritten Hinweis? Dann werde ich mal ein bisschen forschen, aber bis zur nächsten Folge erstmal und tschüss.